Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video, meine Lieben. Und zwar will ich euch heute meinen absoluten Lieblingsköder vorstellen, den OSP Dulave Stick oder OSP Dulave Stick. Ich bin gerade auf meinem Hausgewässer mit meinem Buddy unterwegs und ich habe gesagt, ey komm, lass uns heute mal auf Barsch probieren, so wirklich in den Hindernissen drin und Co. Ich hatte mir eben gerade den OSP Dulave Stick in 3,5 Inch mit dem OSP Tagger Skirted Jig montiert. Futterfisch gefunden im Flachwasser und was soll ich sagen, das hat direkt geklappt mit einer richtig fetten Mutti hier im Hechtkescher. Ich hol den mal raus, wir haben ihn noch nicht gemessen. Also ich habe auch noch nicht GoPro um gar nichts, weil wir wirklich eigentlich heute nur zum Antesten draußen sind. Boah, das ist ein fettes Schwein, Alter. Versuch mal so einen dicken Barsch aus dem Hechtkescher rauszuholen. Das ist doch mal eine Ansage für mein Hausgewässer, ganz brutale Kiste. Also ich schätze ihn auf jeden Fall locker 43. Dickes Petri nochmal, Niki. Den werden wir gleich mal messen. Das ist echt krass, Leute. Also ich bin total baff. Den werden wir jetzt mal schnell messen. Oder ich werde jetzt mal schnell messen. Und zwar der Junge hat... Ja, 43, wie ich es gesagt habe. Hier, genau 43. Hier vorne auch. Aber brutal fett, ne? Ganz, ganz krasses Teil. Das sind einfach mal Berliner Barsche. Wer ist der Barschpapst? Jetzt geht's weiter. Jetzt habe ich mir mal hier in den Dulave Stick noch einen Nailsinker reingemacht, also einen Stabblei, damit er noch ein bisschen untergeht. Und jetzt geht er unter. Jetzt können wir smoother und weiter werfen und wir können ihn natürlich vernünftig relativ zügig auf den Grund bringen oder besser ins Kraut reinbringen und ihn dann wirklich slowly durchs Kraut zupfen oder jerken. Und dann wollen wir mal schauen, ob wir vielleicht einen Barsch überredet bekommen. Wo das bei der Ballermann-Sonne hier wahrscheinlich echt ein bisschen tricky heute wird. Nee, da ist der erste Fisch. Jupp, der ist gut, ey. Erster Wurf, direkt Fisch. Geil, das ist gut. Fühlt sich aber nach einem Hecht an, oder? Nee, könnte, ist ein Barsch, ja. Komm her. Alter. Ich warte vorsichtig, ey. Ja, ja, auf keinen Fall die Schnee. Alter, was für... Was für ein mieser Barsch, schön auf dem Dulave Stick als Softjerk. Da ist meine Strategie komplett aufgegangen. Und Alter, ist das eine Klamotte. Oh, 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 oh. Dicker. Dicker, was für ein Barsch. Und auf dem Dulave Stick, Jungs, guckt euch das an. So Leute, das war auf jeden Fall überhaupt nicht geplant gewesen. Wie gesagt, wir sind rausgefahren. Wollten das erste Mal antesten und ich dachte mir sowieso heute, okay, probiere ich jetzt mal euch endlich meinen absoluten Lieblingsköder vorzustellen, und zwar den OSP Dulave Stick, weil viele haben mich immer gefragt, hey Nerdy, was ist dein Lieblingsgummi, kannst du mir einen Gummi empfehlen? Und wirklich jedem habe ich immer gesagt, OSP Dulave Stick, und dem möchte ich euch jetzt ein bisschen näher erklären, warum dieser Köder einfach eine Bank ist. Das ist nicht einfach nur so ein Gummiteil, sondern da steckt echt eine Menge drin, und jetzt geht's los. Also was ist das Besondere an einem Dulave Stick? Der Dulave Stick sieht natürlich einfach aus wie jeder herkömmliche Pintail, also eigentlich nicht. Ihr habt zum einen überall kleine Rippen. Dann habt ihr hier hinten im Tail eine Verdickung, was erzeugt, wenn der Köder absinkt, dass der mit dem
Tail hinten so leicht wackelt und dass der Körper auch immer noch so ein bisschen mitwackelt. Das sieht dann im Prinzip so aus. Was ich euch auch gleich sagen kann, okay, bei dem sieht man das nicht, aber bei dem hier, habt ihr hier so eine kleinen Löcher. Das ist so ein Anhaltspunkt, wo ihr mit dem Offset-Haken rauskommen könnt. Mein Tipp ist, wenn ihr soft jerkt, ja, macht euch den Offset-Haken direkt ans Fluorer, nicht mit Snapfischen, direkt ein bisschen tiefer rauskommen, ungefähr hier so, dass ihr dann den Knoten im Köder versteckt. Da ist dann auch der Vorteil, wenn ihr einen Barsch habt, der wirklich an der Oberfläche sich schüttelt, dass halt der Köder auf die Schnur rutscht. Dann könnt ihr den länger fischen, weil meistens das Gummimaterial ist halt super, super weich und reißt natürlich auch schnell aus. Aber so könnt ihr den Bait halt viel länger fischen. Also so sieht das dann halt natürlich fertig aus hier mit Fluoro. Nailsinker immer hier hinten reinpieken, also hier vorne im Kopfteil reinpieken, dass der hier so mittig ist. Das ist ganz wichtig, dass der Köder so absinkt. Also nicht mit dem Kopf nach unten wirklich, sondern ganz langsam so abfällt. Das ist halt wirklich, gerade wenn ihr am Boden oder versunkenen Bäumen angeln wollt oder überhängenden Bäumen, ist das ganz, ganz wichtig. Weil wenn der nur mit dem Kopf runtergeht, das ist manchmal zu schnell. Die Barsche mögen das, gerade im Sommer, wenn es brütend heiß ist, dass der langsam absinkt, wie so ein sterbendes Fischchen. Also das ist auf jeden Fall auch ein ganz wichtiger Tipp, den ich euch geben kann. Ansonsten, ich fische den Dulay-Stick schon ganz, ganz viele Jahre und auch als diese ganze Chatterbait-Angelei losging, habe ich halt auch den Dulay-Stick als Trailer für einen Dera-Break gefunden. Da dachte ich auch nur, wow, perfekt. Weil gerade durch den Chatterbait wackelt das extrem hinten. Das ist wirklich ganz, ganz wild, was halt die Barsche total irre macht. Auch natürlich, ja, einfach am Spinnerbait hier, am Dera-Coop. Ach, Dera-Coop, Dera-Spin, sorry. Es ist halt auch einfach perfekt. Also es ist wirklich, in meinen Augen ist der Dulay-Stick ein Köder, den könnt ihr wirklich das ganze Jahr durchfischen. Ich fische den im Winter, im Frühjahr, im Sommer, also komplett das ganze Jahr durch. Müsst ihr halt nur gucken, wie ihr die fischt halt. Ne? Also findet raus, welches Rig bei euch am besten funktioniert. Aber ihr könnt es halt an jedem Rig fischen. So, kommen wir mal zu den unterschiedlichen Modellen. Es gibt einmal den 3-Inch, den 3,5er, den 4,5er, den 4,5er Fett und den 6-Inch. Der 3-Inch bietet sich perfekt an für Finesse-Rigs, Texas-Rig, Chiburashka, Skirted-Jig, für die Hardcore-Finesse-Rigs. Ich fische mit am liebsten den 3,5er, weil den kann man halt perfekt nehmen für Skirted-Jigs und halt auch zum Soft-Jerken, was einer meiner absoluten Lieblingsangeleien ist. Dann danach kommt halt der 4,5er, dann der 4,5er Fett, wenn man zum Beispiel halt mal keinen Nailsinker hat, der sinkt halt noch ein bisschen schneller, der wiegt um die 9 bis 10 Gramm. Und dann den 6-Inch. Den 6-Inch nehme ich halt wirklich, wenn ich weiß, unter einem Boot, da steht auf jeden Fall ein großer Barsch. Damit kann man den meistens rausselektieren. Also selbst ein 30er Barsch habe ich damit schon gefangen. Also bloß keine Angst haben. Dann gibt es halt noch, auf der Verpackung steht manchmal drauf Spec 1, Spec 2. Das liegt daran, dass da unterschiedliche also Salzmengen drin sind. Durch mehr Salz sinkt der Köder schneller zum Grund und durch weniger ist er natürlich halt leichter. Also das ist halt einfach, hat was mit dem Gewicht zu tun. Gar nicht mal wegen den Aromen, sondern halt einfach nur, um den Köder schöner absinken lassen zu können. Ja, ihr könnt den Dulay-Stick wirklich an allen Rigs fischen. Wirklich an allem. Am Chatterbait, am Skirted Jig, am Spinnerbait, am Carolina Rig, Chiburashka, komplett durch die ganze Bank. Dann habt ihr den großen Vorteil, dass ihr den Köder auf, also dass ihr den auch Backside fischen könnt. Ihr könnt den rückwärts anködern mit dem Offset-Haken oder mit dem Flipping-Hook. Ich werde euch auch mal hier dazu schreiben, noch welche Hakengrößen ihr benötigt. Das muss ich mal nochmal genau nachschauen, das weiß ich jetzt gerade nicht aus dem Kopf. Was ich euch auf jeden Fall sagen kann, ist, egal wo man mich auf der Welt aussetzen würde, ich würde immer Dulay-Sticks mitnehmen, weil damit kann man wirklich echt alles machen. Das ist so ein krass guter Softbait. Das ist der Softbait schlechthin. Ja, ansonsten ab sofort könnt ihr die Dulay-Sticks natürlich auch bei Fishcandy im Online-Shop bestellen. Also für die Leute, die da Interesse dran haben. Ich habe euch ja eine Unterwasseraufnahme gezeigt, wie der läuft. Ja, Leute, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir auf jeden Fall ein Like und ein Abo da. Haut unten was in die Kommentare rein. Schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Und ganz wichtig natürlich auch die Glocke zu aktivieren, damit ihr kein Video verpasst. Und ich hoffe, euch hat dieses kleine Video gefallen. Das ist auf jeden Fall mein absoluter Lieblingsköder.
Die Frage habe ich euch jetzt damit beantwortet, weil die kriege ich super oft bei Instagram gestellt. Wir sehen uns beim nächsten Mal, Leute. Haut was raus mit dem Dulastic. Also wie gesagt, absolut mega Köder. Und Tightlines, Jungs.